Was geht ab, ihr kleinen Schlingel? Während ich aktuell im weit entfernten New York am Rumstreunern bin, begrüße ich euch heute zu einer neuen Folge von... Heute hat mir die liebe Chrissy geschrieben. Hallo Julian, ich gucke immer deine Videos und verfolge gerne deine paranormalen Geschichten, die dir Leute immer zusenden und du versuchst ihnen dann zu helfen. Am Anfang dachte ich, ja, die meisten denken sich die doch bestimmt eh aus. Sowas kann doch gar nicht in echt passieren. Dies dachte ich genau so lange, bis es mir selbst passiert ist. Ja Chrissy, guck mal, so schnell kann's gehen. Da sind wir doch mal gespannt, was du erlebt hast. Es war diese Herbstferien, als mein bester Freund, der übrigens auch den Namen Julian trägt, auf die Idee kam, wir könnten mal zusammen in den Urlaub fahren. Nun sind wir halt keine YouTuber, die mal eben das YouTube-Money locker haben, sondern arme Schüler. Also mussten wir uns etwas überlegen. Und mein bester Freund ist jemand, der immer eine Idee hat und der Meister ist darin, sich Dinge zu erschnorren. Und es gibt da ja einen neuen Reisetrend im Internet. Da überlassen Hausbesitzer Urlauber in ihre Wohnung oder Häuser, wenn sie selbst mal im Urlaub sind, damit man sich im Gegenzug darum kümmert. Manchmal sind sogar richtige Villen dabei, in denen du vor einer Woche wohnen kannst, einfach umsonst. Du musst dich nur um eines ihrer Haustiere kümmern oder so. Auf genau so ein Angebot warteten wir. Nur leider wurden wir überall, wo wir uns bewarben, abgelehnt, weil es einfach viel zu viele Bewerber gab. Also versuchte es mein Freund auf einer eher unbekannten Webseite, die er irgendwo in den Tiefen des Internets ausgegraben hatte. Ich weiß nicht woher, aber ich würde euch niemals raten, sie zu besuchen. Sie war optisch ähnlich wie die anderen, nur dass sie viel weniger Angebote hatte und auf andere Arten von Häusern spezialisiert war. Das waren hier keine Villen von irgendwelchen Neureichen, auf deren Miezekätzchen man aufpassen sollte, sondern das waren eher heruntergekommene Anwesen. Aber immerhin, da waren unsere Chancen bestimmt größer genommen zu werden. Und tatsächlich, wir wurden in einem Landhaus an der Küste von Portugal angenommen. Optimal für uns. Wir schrieben mit dem Besitzer, ein Maler, der das Anwesen geerbt hatte, angeblich, und zu Verwandten nach Lissabon fuhr. Eine Woche sollten wir auf das verfallene Anwesen aufpassen. Er warnte uns auf schlechtem Englisch, dass wir starke Nerven haben sollten. Wir dachten, das sei ein Witz, er wollte wohl lustig sein. Also fuhren wir nach Portugal in der alten Kiste von meinem besten Freund. Das Haus, das muss man sagen, lag wunderschön gelegen. Nicht weit entfernt von einem einsamen Strand und ein paar Klippen. Das Anwesen war tatsächlich ein altes Herrenhaus, was bestimmt einst vor ein paar hundert Jahren prächtig und herrschaftlich ausgesehen hatte. Doch man hatte es aus welchen Gründen noch immer heruntergewirtschaftet. Teile davon waren eingefallen. Es sah so nun eher aus wie eine Ruine aus einem Horrorfilm. Der freundliche Maler übergab uns den Schlüssel zum Haupthaus, das als einziges noch einigermaßen in Stand war und in dem wir wohnen würden. Er machte ein paar Witze, dann guckte er uns ernst an. Geht in keine der anderen Gebäude, sie sind einsturzgefährdet. Das ist kein Spaß. Wir versprachen es ihm. Dann stieg er in sein kleines Auto und fuhr fort. Die ersten Tage waren wirklich sehr schön. Wir blieben am Strand, besuchten das kleine Dorf, was mit dem Auto ganze 15 Minuten entfernt lag. Die Menschen dort waren extrem freundlich, sehr nett. Doch als wir ihnen erzählten, wo wir wohnten, bekamen sie immer alle eine düstere Miene. Dieser Ort ist nicht gut. Junge Leute wie ihr solltet nicht da wohnen. Einer bot uns sogar an, wir konnten in der Wohnung seiner Tochter unterkommen. Wieso wir da nicht wohnen sollten, wollten sie uns nicht sagen. Aber wir blieben. Wir hatten nun mal dem Maler versprochen, uns um seine Vögel zu kümmern. Und dann passierte es. Zunächst nichts Schlimmes. Also, eigentlich doch. Mein bester Freund machte sich an mich ran. Und es stellte sich heraus, dass der ganze Urlaub nur zu einem einzigen Zweck gedient hatte. Mich klarzumachen. Dabei waren wir seit 5 Jahren beste Freunde. Wie kam er nur darauf? Ich hatte einen Chatverlauf gelesen von ihm und seinem besten Freund. Darin hatte er seinen Plan detailliert geschildert. Deswegen war ich natürlich extrem sauer auf ihn. Und natürlich ließ ich ihn abblitzen. Was dachte er sich bitte dabei? Ein Urlaub für mich und ich ziehe mich schon aus? Ich wurde so sauer, dass er beschloss, die Nacht in einem der Nebenhäuser zu schlafen. Obwohl uns das verboten worden war, mir sollte das ganz recht sein. Ich konnte in dieser Nacht nur schwer schlafen. Ein starker Regen hatte eingesetzt und ich war aufgewühlt von seinem Plan. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 5 Jahre beste Freunde und dann kommt er mit sowas. Es war 2 Uhr nachts, als ich einen Schrei hörte. Es war mein bester Freund, so viel war klar. Ich sprintete in Schlafklamotten aus dem Haus. Was war wohl passiert? Ein Einbrecher? Hier draußen? Was sollte man hier schon bitte stehlen? Mein bester Freund kam ebenfalls mit kreidebleichem Gesicht, nur in Boxershorts bekleidet, aus einem der Nebengebäude gerannt. Wir müssen hier sofort weg! Sofort! Was ist überhaupt los? Erzähl ich dir später. Wir rasten in seinem Auto davon, bis wir im Dorf ankamen. Dort hielt er erstmals an. Was ist passiert? Fragte ich. Ich hatte die Todesangst in seinem Gesicht gesehen. Das hier war kein Spaß. Es gibt da etwas, das ich dir nicht erzählt habe, fing er an. Es hatte einen Grund, wieso wir so schnell die Zusage für dieses Gebäude bekommen hatten. Die Webseite vermittelt nur Gebäude, in denen früher Mörder gewohnt haben oder andere starke Gewaltverbrechen stattgefunden haben. Häuser, die jeder normale eigentlich meidet. Hier soll angeblich mal ein Serienmörder gehaust haben, der die Kinder aus dem umliegenden Dorf entführte und grausam folterte, ehe er sie dann tötete. Das Ganze soll den Nebengebäuden stattgefunden haben im 18. Jahrhundert. Das Hauptgebäude wurde erst danach gebaut, doch der neue Besitzer wusste nichts von alledem. Sonst hätte er es natürlich nie gekauft. Man hat es ihm einfach nicht erzählt. Doch nach ein paar Wochen zog er wieder aus und ließ das Haus verfallen. Man munkelte, weil er darin die Seelen der Kinder gesehen hatte. Seitdem verfiel dieses so prächtige Anwesen, bis unser Maler sich darin einquartierte. Ich dachte, das alles wäre nur erfunden. Eine schöne Schreckensgeschichte.
Geschichte. Ich meine, wer glaubt schon irgendwas, was im Internet steht? Aber heute Nacht, ich habe sie gesehen. Ich bin aufgewacht und sie standen um mich rum. 20 Kinder mindestens. Die sahen traurig aus und sie haben mich alle angeguckt. In meine Augen, als würden sie in meine Seele schauen. Dann bin ich weggerannt. Es stimmt. Du hast schlecht geträumt, sagte ich. Nein, 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 das war's nicht. Sie waren da, glaub mir. Ich glaubte ihm. Wir riefen den Maler an und sagten, wir könnten nicht weiter auf das Haus aufpassen. Wir fuhren dann in ein Hotel und verbrachten den restlichen Urlaub da. Aber so wirklich Freude kam nicht mehr auf. Mein bester Freund schien seitdem ein anderer Mensch zu sein. Das Mysteriöse war, die Webseite mit den Häusern gab es danach nicht mehr. Wir fanden sie nicht mehr. Sie war offline. Diese verfluchte Seite, ich würde euch raten, so etwas niemals zu machen. Julian, kannst du mir das erklären? Ich weiß, dass Julian, also mein bester Freund, nicht lügt. Er hat es gesehen. Ja, sehr coole Geschichte. Ich weiß, dass es sowas gibt, also dass man in so Häusern wohnen kann von anderen und wenn die im Urlaub sind und dafür auf das Haus oder die Tiere aufpasst. Das gibt es wirklich im Internet. Das mit den Häusern, in denen es spucken soll, das habe ich auch schon mal gehört, also das hat sie sich auf keinen Fall ausgedacht. Ansonsten, die Story, ihr wisst es, Freunde, ich glaube nicht an Geister. Wenn es so wäre, dass Geister da sind, wo viele Leute gestorben sind, dann müssten ja normale Krankenhäuser voll von Geistern explodieren. Gut, wenn man jetzt sagt, dass nur Geister da sind, wo welche gequält wurden, dann ist das was anderes. Aber auch da müsste es viel öfter irgendwo sein. Das Ganze als schlecht geträumt abzustellen, wäre ein bisschen zu einfach. Aber vielleicht hat das Ganze diese Atmosphäre, der Maler, der komisch ist, die Leute im Dorf, die komische Geschichten erzählen und die Hintergrundgeschichte mit dem angeblichen Mörder. Zudem noch der Streit mit dir davor. Vielleicht hat ihn das Ganze so beeinflusst, dass er dann selber fest daran geglaubt hat und sich das Ganze eingebildet hat. Das kann passieren, wenn man das von allen Seiten so mitkriegt. Was meint ihr dazu, meine lieben Freunde? Schreibt eure Erklärungsmöglichkeiten wie immer in die Kommentare. Und vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Oder wollt ihr die Seelen der Kinder sehen heute Nacht? Wollt ihr das? Wollt ihr nicht? Also, den schönen einen Daumen nach oben. Ganz schnell mal drauf gedrückt. Das war's von mir. Die Welt ist böse. Und passt auf euch auf.